passieren, dass wir das kapieren. Ich möchte mit der Frage beginnen, was brauchen Trennungskinder? Mauern? Mit diesem Begriff Mauern verbinde ich die ich-zentrierte Abgrenzung getrennter, zerstrittener Partner ohne Blick auf ihre Kinder. Die Konzentration auf Gefühle der Verletztheit, Angst, Trauer und Wut auf der Paarebene. Kommunikations- und Kooperationsverweigerung auf der Elternebene. Hochstrittigkeit, konfrontatives und eskalatives Verhalten. Langjährige Gerichtsprozesse um jeden Preis. Instrumentalisierung der Kinder im Elternkonflikt. Eltern-Kind-Entfremdung, PAS, sowie jede einseitige, problemorientierte Unterstützung zerstrittener Elternteile durch die in die Trennungsprozesse eingebundenen Personen und Professionen auf Kosten der Kinder. Mit Blick auf unser heutiges Thema, die Richter und ihre Denker, frage ich, ist es Aufgabe der Personen und Professionen, die in einen Trennungsprozess eingebunden werden, den Eltern beim Mauerbau zu helfen? Oder ist es eher ihre Aufgabe, das Kind vor dem Verlust der Bindungen zu Mutter und Vater zu schützen? Hört Familienleben mit beiden Eltern für die Kinder nach Trennung und Scheidung abrupt auf? Oder lässt es sich neu und getrennt und anders gestalten? Geht es Kindern besser, wenn sie dem Territorium eines Elternteils zugeordnet werden und den anderen, jenseits der Mauer lebenden Elternteil, nur zeitweise besuchen können? Noch immer ist das sogenannte Residenzmodell das gängige Lösungsmodell nach Trennung und Scheidung, obwohl inzwischen wissenschaftlich erwiesen ist, dass Kinder keine Mauern brauchen, sondern Brücken. Brücken, mit diesem Begriff verbinde ich die gemeinsame Verantwortungsübernahme der getrennten Partner mit Blick auf ihre Kinder. Die Rücksicht der Eltern auf die Gefühle der Ohnmacht, Angst, Trauer und Wut ihrer Kinder. Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft auf der Elternebene. Verhandlungsbereitschaft, deeskalatives Verhalten. Suche nach außergerichtlichen Lösungen. Keine Instrumentalisierung der Kinder im Elternkonflikt. Erhalt der Eltern-Kind-Bindungen. Sowie jede vermittelnde, lösungsorientierte und kindzentrierte Unterstützung zerstrittener Elternteile durch die in den Trennungsprozess eingebundenen Personen und Professionen. Mit Blick auf unser heutiges Thema, die Richter und ihre Denker, behaupte ich, es ist die Aufgabe der Personen und Professionen, die in einen Trennungsprozess eingebunden werden, den Eltern beim Brückenbau zu helfen und damit die Bindungen der Kinder zu beiden Eltern zu erhalten. Nur in begründeten Ausnahmefällen sind schützende Mauern notwendig. Familienleben vor, während und nach Trennung und Scheidung ist nicht statisch, sondern ein dynamischer Transitionsprozess, der neue, kindgerechte Gestaltungspotenziale bietet. Es ist wissenschaftlich erwiesen, Kindern geht es besser, wenn sie von Mutter und Vater gleich verantwortlich betreut werden. Deshalb setzt die deutsche Familienpolitik auf mehr Vater fürs Kind. Lediglich nach Trennung und Scheidung wird auf gängige Rollenmuster zurückgegriffen. Dabei wird in anderen Ländern und auch bei einigen deutschen Richtern und ihren Denkern das Wechselmodell bzw. die paritätische Doppelresidenz immer beliebter. Was bedeutet paritätische Doppelresidenz? Die paritätische Doppelresidenz ist die konsequente und konkrete Umsetzung des Rechtes aller Kinder auf Familienleben mit beiden leiblichen Eltern, unabhängig davon, ob diese zusammenleben oder getrennt bzw. geschieden sind.
Paritätische Doppelresidenz bedeutet die konsequente und konkrete Umsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Mütter und Väter und der gemeinsamen elterlichen Verantwortung auf Augenhöhe. Die Gefahr einer Eltern-Kind-Entfremdung wird im Ansatz verhindert. Der viel beklagten Mehrfachbelastung und Armut der Alleinerziehenden, in der Regel Mütter, wird von Anfang an entgegengewirkt. Ich behaupte, wir behaupten, die paritätische Doppelresidenz ist eine Win-Win-Win-Lösung für Mütter, Väter und Kinder. Es gibt ein wunderschönes Kinderbuch zu diesem Thema. Ich habe es in zwei Sprachen mitgebracht, in Deutsch und Englisch. Die englische Version Two Homes hat zu unserer Website geführt. Aus der deutschen Version, ich habe euch beide lieb, lese ich einfach nur vor, was auf dem Deckel steht. Da steht, was Kinder nämlich brauchen. Anna hat zwei Lieblingsplätze, einen Schaukelstuhl bei Papa und einen Kuschelsessel bei Mama. Anna hat auch zwei Badezimmer, zwei Küchen und zwei Haustüren. Das kommt daher, dass Annas Eltern nicht zusammenleben. Manchmal wohnt Anna bei Mama und manchmal bei Papa. Aber egal, wo sie gerade ist, Anna hat beide lieb und sie weiß, dass ihre Eltern sie auch lieben. Dieses Buch kann ich wirklich nur empfehlen. Es gibt es auch in anderen Sprachen inzwischen. Es ist Frau Professor Dr. Jür Hildegund Sünderhauf, mit der ich inzwischen eng zusammenarbeite, die ich im Jahr 2012 kennengelernt habe, die gerade während wir in unserem Entwicklungsprozess waren, über den ich nachfolgend berichten werde, an ihrem Buch gearbeitet hat. Das Buch mit dem Titel Wechselmodell, Psychologie, Recht, Praxis. Es ist ein dickes Buch, ich habe es mitgebracht. Ich habe es hier über die Straßen geschleppt. Es ist schwer und es ist nicht billig, aber es lohnt sich wirklich zu kaufen und zu lesen. In diesem Buch steht eigentlich alles, was man wissen muss. Es gibt inzwischen auch die Absicht des Springer Verlags, des Veröffentlichers, Perlen dieses Buches zu veröffentlichen, das heißt Ausschnitte, damit man es einfacher hat mit dem Lesen, damit man auch eine Auswahl treffen kann. Und dieses Buch wird es auch demnächst in englischer Sprache geben. Es ist wirklich wert, in alle Sprachen übersetzt zu werden. Frau Professor Sünderhauf hat hier wirklich eine Riesenleistung vollbracht. Es ist das erste Fachbuch in Deutschland wirklich zum Thema paritätische Doppelresidenz und Wechselmodell. Ich möchte aus diesem Buch herausgreifen die Definition des Wechselmodells. Und zwar auf Seite 45 folgende. Das ist diese Definition, die auch weiterhin verwendet wird, zum Beispiel auch beim Familiengerichtstag und die eigentlich jetzt auch als Standard langsam eingeführt wird. Das Wechselmodell ist eine Betreuung und Lebensform für Kinder getrennt lebender Eltern, in der Kinder abwechselnd jeweils einen substanziellen Anteil, das heißt mindestens 30% bei jedem Elternteil leben, in beiden Elternhäusern zu Hause sind und sich Mutter und Vater die elterliche Verantwortung teilen. Zusammengefasst lässt sich das Wechselmodell im Wesentlichen durch drei Aspekte charakterisieren, die in engem wechselseitigen Einfluss zueinander stehen. Nämlich, das eine ist die Zeit, welche die Kinder bei ihren Eltern abwechselnd verbringen. Das Zuhause-Sein der Kinder bei beiden Elternteilen, das heißt, sie sind nicht nur zu Besuch, sondern sie wohnen tatsächlich bei beiden Eltern. Und die elterliche Verantwortung, die von beiden Eltern geteilt und gleichberechtigt wahrgenommen wird. Ich zitiere aus dem Buch Seite 87, die in Deutschland übliche Betreuung im Residenzmodell mit regelmäßigen Umgangskontakten kann, was den Zeitaspekt betrifft, dem Wechselmodell nahekommen.
also der sogenannte erweiterte Umgang. In manchen Fällen wird sogar im Residenzmodell mit Umgangsrecht mehr Zeit bei Nicht-Residenz-Elternteil verbracht als im Wechselmodell mit asymmetrischer Zeitverteilung. Hildegund Sünderhauch unterscheidet also, und das ist ganz wichtig, zwischen einer asymmetrischen Zeitverteilung ab 30% aufwärts, wobei diese asymmetrische Zeitanteilung muss sowohl Alltag als auch Freizeit enthalten. Das heißt, im Unterschied zum sogenannten erweiterten Umgang ist der Elternteil eben Alltagselternteil und nicht nur Besuchselternteil. Aber die Grenzen sind fließend und damit kann man natürlich auch prozesstaktisch was anfangen. Das andere ist das symmetrische Wechselmodell, 50-50, ja, wirklich, und das hat natürlich unterhaltstechnisch Vorteile, nur es ist in Deutschland eben immer noch so, dass wenn man etwas weniger als 50-50 hat, es so aussieht, dass ein Elternteil, der etwas mehr hat, den vollen Unterhalt bezieht. Da sind wir auch dran zu arbeiten, dass sich das ändert. Frau Sünderhauf hat in ihrem Buch sehr viele Studien, und zwar aus verschiedenen Ländern, analysiert, etwa 50, und hat die Ergebnisse in einer Übersicht, die man hier nicht, bei dem Licht schon gar nicht, da muss man wirklich ins Buch reinschauen, ich habe es auch dabei, wenn es interessiert, sich anschauen kann. Man sieht, also ich erläutere es kurz, die mit grün gekennzeichneten, da sieht man gleich, das ist die Mehrheit, zusammengefassten Studien, zeigen überwiegend positive Befunde. Das heißt, den Kindern geht es, wenn sie im Wechselmodell großgezogen werden, überwiegend gut. Die gelb markierten, das sind etwas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, die sind neutral. Das heißt, die Befunde sind weder positiv noch negativ, beziehungsweise sie sind gemischt. Ja, also den Kindern geht es gut oder auch nicht so gut. Und die roten, das sind nur zwei, sind negativ. Also nur zwei von den von ihr ausgewerteten Studien zeigen eher negative Befunde zum Wohlbefinden und zum Gedeihen von Kindern, die im Wechselmodell aufgezogen werden. Dazu steht natürlich in dem Buch sehr viel. Ich möchte jetzt hier, das ist vielleicht etwas missverständlich beim Vortragstitel rübergekommen, den habe ich nicht selber aufgestellt, ich war in Urlaub. Ich möchte hier jetzt nicht näher auf die wissenschaftlichen Ergebnisse von Frau Sünderhauf eingehen, weil nach mir die Andrea Jacobs einen Vortrag halten wird, wo sie auf den Stand der Wissenschaft noch eingehen will. Mir geht es eigentlich eher darum, was ich jetzt im Folgenden tun werde, die internationale Kooperation und Vernetzung zu diesem Thema vorzustellen. Und das, da geht es eben auch um eine Brücke, nämlich die Brücke zwischen der wissenschaftlichen Forschung, zwischen den bereits vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnissen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Stand der Rechtspraxis. Und zwischen beiden klafft immer noch ein Abgrund, und zwar nicht nur in Deutschland. Die internationale Kooperation und Vernetzung. Und zwar möchte ich jetzt kurz berichten von der Entwicklung der Projektgruppe Paritätische Doppelresidenz zum jetzigen internationalen Verband. Die Gründung der Projektgruppe Paritätische Doppelresidenz begann am 4. Januar 2012, und zwar im Väteraufbruch für Kinder. Der Frank Engelen ist auch da. Hallo Frank. Hallo. Ansonsten sehe ich eigentlich keine Väteraufbrüchler. Ich bin jedenfalls Mitglied des Bundesvorstandes im Väteraufbruch, und ich habe mir im Jahr 2012, das eigentlich ging schon 2011 los, habe ich mir gesagt, ich muss irgendwie einen Kontrapunkt setzen zu diesem fürchterlich negativ besetzten Thema Eltern-Kind-Entfremdung, Parental Alienation. Es muss etwas geben, was Hoffnung macht. Über das Thema Parental Alienation hatte ich schon recherchiert und einen Vortrag gehalten, und dann wurde ich gebeten, halt doch mal wieder einen Vortrag zum Thema Wechselmodell. Ich habe gar nichts davon verstanden, habe erst auch mal recherchiert und habe mich eingearbeitet und habe dann einen ersten Vortrag, der war sogar in Duisburg bei euch. Nee, der war in Stuttgart, der zweite war dann in Duisburg, zu dem Thema gehalten und habe gemerkt, es ist ein Riesenbedarf bei uns im Verein, sich über dieses Thema auszutauschen, denn dieses Thema macht Hoffnung. Dieses Thema trägt raus aus dieser fürchterlichen Hochbetroffenheit und Verzweiflung und
Ein Vater hat mir zwar gesagt, naja, ich bin von der Doppelresidenz noch so weit entfernt wie die Erde von der Milchstraße. Aber trotzdem. Trotzdem, die Projektgruppe hat sich entwickelt. Und zwar, und das ist wichtig, von Anfang an als eine vereins- und länderübergreifende Projektgruppe. Das heißt, wir hatten von Anfang an Partner, zum Beispiel Jan-Piet Beumaan aus Belgien, der ist eben Familienforscher zu diesem Thema schon seit vielen Jahren, die gesagt haben, wir begleiten euch, wir machen diese Projektgruppe, wir stellen die von Anfang an auf wissenschaftliche Beine. Inzwischen umfasst die Projektgruppe 64 Mitglieder und es ist wichtig zu wissen, dass unabhängig von der Weiterentwicklung zum ICSP diese Projektgruppe noch immer vereinsintern und vereinsübergreifend weiter besteht. Denn das eine ist die Aufgabe des ICSP, die jetzt gleich kommt, eben auf einer Meta-Ebene tätig zu sein und das andere ist die Aufgabe der Projektgruppe weiterhin vor Ort Basisarbeit zu machen und sich auch um die Betroffenen zu kümmern. Es ist noch gar nicht so lange her, nämlich genau ein Jahr, und das ist nicht viel, wenn man so die familienrechtlichen Prozesse betrachtet. Da haben wir einen Kick-Off-Workshop veranstaltet, der hat sich einfach deshalb entwickelt, weil wir uns zunehmend vernetzt haben, zum Beispiel auch mit Frau Professor Sünderhaus. Vorab hatten wir schon beim ersten, der fünfte war es, Väterkongress in Karlsruhe, die Frau Sünderhaus als Referentin gehabt. Und immer weitere kamen dazu. Das Thema war also eine Welle, die sich durch Deutschland bewegt hat. Und es ist uns irgendwann klar geworden, dieses Thema lässt sich auf Vereinsebene, auf VHFK-Ebene nicht adäquat weiterverfolgen. Wir müssen uns anders aufstellen. Wir brauchen eine neutrale Plattform, damit wir ernst genommen werden. Denn wir geraten, wenn wir das auf Vereinsebene machen, stoßen wir immer wieder an eine gläserne Decke. Und zwar von außen und von innen. Wir müssen also uns neutral aufstellen und deswegen haben wir, und zwar ausgehend von diesem Buch hier, Two Homes, dieses Two Homes auch für unsere Plattform gewählt, nämlich www.twohomes.org. Das ist der Domainname. Und wir hatten das Glück, das war uns auch nicht klar, als wir diesen Workshop konzipiert haben, dass plötzlich aus dem Stand mehr als, ich glaube, 11 Länder waren es, teilgenommen haben, nee, 13 waren es. Und das Ganze haben wir auch per Video, Telefonkonferenz gemacht. Das heißt, Ländervertreter, die keine Möglichkeit hatten, persönlich teilzunehmen, die sind dann praktisch per Telefonkonferenz eingebunden worden. Und das Ganze war so, wir sind also alle im Karre gesessen und innen drin lagen lauter Leitungen. Und der Oliver Hunziker sagt, oh, we are LAN-Party today. Es war aber keine LAN-Party, es war tatsächlich ein internationaler Vernetzungsworkshop. Es gibt auch Anwesende, die daran teilgenommen haben. Und dieser Workshop hat uns wirklich den Kick gegeben, aus dieser neutralen Plattform noch mehr zu machen, nämlich einen eigenen internationalen Verband zu gründen. Und dieser internationale Rat für die paritätische Doppelresidenz oder International Council on Shared Parenting, der wurde am 22. Februar 2014 in Bonn, also wenige Monate nach dem Kick-Off-Workshop, auch tatsächlich gegründet. Und seit 2. Juli ist es ein eingetragener Verein nach deutschem Recht mit Sitz in Bonn. Geschäftsadresse ist in der Stiftsgasse 6, das ist aber praktisch, das ist eine Person, ein Teilnehmer dieser Gründungsversammlung, die hat gesagt, ich stelle euch eine Anwältin, ich stelle euch meine Kanzlei zur Verfügung. Und deswegen können wir eben auch diesen Sitz in Bonn realisieren, denn ich selbst wohne nicht in Bonn. Aktuell umfasst der ICSP bereits 46 Mitglieder, für diese relativ kurze Zeit eine ordentliche Anzahl von Mitgliedern, und zwar im Moment nur natürliche Personen aus drei Sektoren, und das ist wichtig. Im Unterschied zu anderen Verbänden haben wir darauf Wert gelegt, als wir die Satzung konzipiert haben, und das ist das Alleinstellungsmerkmal praktisch des ICSP, dass ich, um eben diese Brücke möglich zu machen zwischen Wissenschaft und Rechtspraxis, Wissenschaftler
familiale Profession und Mitglieder der Zivilgesellschaft zu etwa ein Drittel dort treffen. Das heißt, es muss etwa immer 25% der Mitglieder müssen aus einem dieser Sektoren kommen. Also ist wirklich auch ein paritätisch aufgestellter Verband und wir achten eben darauf bei neuen Mitgliedern, dass diese Parität eben auch eingehalten wird. Das ist uns wichtig. Der Zweck des Vereins ist laut Satzung Artikel 2 die Förderung der Bildung und die Förderung von Wissenschaft und Forschung durch erstens die Verbreitung und Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Bedürfnisse und Rechte, nämlich das Kindeswohl, von Kindern getrennt lebender Eltern und zweitens die Formulierung von Empfehlungen zur Umsetzung der paritätischen Doppelresidenz in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Praxis auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse, auch im Sinne der Völkerverständigung. Also auf der einen Seite die Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und auf der anderen Seite die Förderung der Umsetzung dieser Erkenntnisse in die Rechtspraxis. The bridge between scientific evidence and legal practice. Und das war dann auch das Thema unseres ersten Kongresses. Moment. Genau, weitere Informationen auf tohomes.org. The bridge between scientific evidence and legal practice, das war dann auch das Thema unserer ersten internationalen Konferenz in Bonn, wenige Monate nach der Gründung. Wir haben also ziemlich Druck gemacht und sind ziemlich tief eingestiegen, sehr schnell in das Thema. Es war uns wichtig, ganz schnell viele Leute zusammenzuführen und eben nicht nur eine Internetplattform mit Informationen aufzustellen, bei der wir natürlich immer noch aktiv sind und da gibt es noch viel zu tun. Und auf der anderen Seite ist es uns eben wichtig, auch immer wieder die persönliche Begegnung zu ermöglichen. Und deswegen dieser Kongress am 9. bis 11. Juli 2014 in Bonn, die Kluft zwischen empirischen Erkenntnissen und gesellschaftlicher und rechtlicher Praxis überwinden. Gefördert, und das ist wichtig, gefördert wurde diese Konferenz tatsächlich durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das war für uns natürlich ein besonderer Erfolg, dass das BMFSFJ uns gefördert hat und somit auch ernst genommen hat. Wichtig ist auch die Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, weil es sich ja hier um eine wissenschaftliche Veranstaltung gehandelt hat, die auch in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Hochschule Nürnberg, vertreten durch Frau Professor Sünderhauf, stattgefunden hat. Es war eben auch wichtig, um praktisch die Ausrichtung des ICSP zu betonen, wir sind hier wirklich auf einer wissenschaftlichen, internationalen Ebene tätig. Gefördert wurde die Konferenz auch durch die Stadt Bonn. Das hat dazu geführt, dass am ersten Abend im Alten Rathaus Bonn wir vom Bürgermeister zu einem Empfang eingeladen wurden. Und das war richtig schön. Und auch das Bonner Touristik Center hat uns unterstützt. Weitere Förderer waren aus den USA Joe Sorge, der jetzt gerade am 15. und 16. November veranstaltet der eine Konferenz in den USA zu diesem Thema, gemeinsam mit Ned Holstein. Ned Holstein ist Boardmitglied, ist also Mitglied unseres Verbandes und auch Boardmitglied. Er ist der Gründer und Präsident der National Parents Organization in den USA und er persönlich sowie diese National Parents Organization sind auch Sponsoren unserer Konferenz. Und so ist es dann uns doch gelungen, obwohl wir in diesem ersten Anlauf nicht mehr als, aber doch immerhin 100 Teilnehmer gewinnen konnten, die Konferenz so auf die Beine zu stellen, dass wir, wie sich inzwischen finanztechnisch herausgestellt hat, keine Schulden machen mussten, sondern alle unsere Rechnungen brav bezahlen können, obwohl wir hier im Wissenschaftszentrum Bonn die Veranstaltung gemacht haben und damit also doch einen sehr exklusiven Veranstaltungsort ausgewählt haben. Interessant sind die Herkunftsländer der Konferenzteilnehmer, also sehr gemischt und international. USA, Schweiz, Kanada, Italien, Griechenland, Schweden, Türkei, Südkorea, Großbritannien, Irland, Deutschland war die Mehrheit natürlich,
der Teilnehmer, Spanien, Frankreich, Kroatien, Belgien und Niederlande, waren vertreten. Ich habe mir in den letzten Tagen die Mühe gemacht, die Konferenzergebnisse, die auf unserer Website bisher nur in englischer Sprache zur Verfügung stehen, ins Deutsche zu übersetzen, weil ich denke, das bringt einfach mehr hier in diesem Rahmen, wenn ich die gleich auf Deutsch vorstelle. Und das möchte ich jetzt tun. Konferenzergebnisse sind praktisch mit einer Pressemitteilung nach der Konferenz an alle Welt geschickt worden und bilden den Abschluss dieser intensiven Vorträge und Diskussionen, auch Workshops. Wie gesagt, Einzelheiten über die Konferenz kann man auf unserer Website finden. Erstes Konferenzergebnis. Weder das nach Belieben interpretierte Kindeswohl noch die alleinige Sorge oder Einzelresidenz dienen den Bedürfnissen von Kindern und Trennungsfamilien. Die paritätische Doppelresidenz ist ein praktikables Nachtrennungsfamilienmodell, welches das Wohlbefinden und die Entwicklung der Kinder optimal fördert, einschließlich Kinder von Hochkonflikteltern. Und das ist ja noch immer der Knackpunkt, dass gesagt wird, ja, bei Hochkonflikteltern geht es nicht. Wir sagen doch. Das für eine gesunde Entwicklung der Kinder erforderliche Zeitvolumen der paritätischen Doppelresidenz beträgt mindestens ein Drittel, im besten Fall 50% Zeit mit jedem Elternteil und umfasst sowohl den Alltag als auch die Freizeit. Also das ist die Definition von Frau Professor Sünderhaus, die wir übernommen haben. Zweites Konferenzergebnis. Paritätische Doppelresidenz umfasst die gemeinsame elterliche Sorge, nämlich das Entscheidungsrecht, und die gemeinsame elterliche Verantwortung im Sinne einer alters- und entwicklungsgerechten Betreuung und Erziehung der Kinder. Das ist wichtig, denn oft wird ja bei der gemeinsamen Sorge ja eigentlich nur auf dem Papier für einen Elternteil. Das heißt, beim Residenzmodell Modell entscheidet der Elternteil, bei dem das Kind lebt, nicht nur eigentlich über alle Alltagsfragen, sondern eben auch über alle wesentlichen Fragen de facto. Und der andere Elternteil, der zwar auch eigentlich über wesentliche Fragen mitentscheiden kann, wird in vielen Dingen überhaupt entweder nicht informiert oder kennt das Kind zu wenig, als um überhaupt entscheiden zu können, oder wird schlichtweg ausgegrenzt. Und deswegen ist es wichtig, dass also die gemeinsame Sorge nicht nur theoretisch, sondern auch wirklich umgesetzt wird im Sinne von gelebter gemeinsamer Verantwortung und deswegen Doppelresidenz. Shared Parenting, paritätische Doppelresidenz bzw. geteilte Elternschaft, wird somit definiert als die Übernahme gemeinsamer elterlicher Verantwortung und die vorausgesetzten gemeinsamen Rechte von Vätern und Müttern, ihre Kinder großzuziehen, ob sie zusammen oder getrennt leben. Das bedeutet, Shared Parenting im Sinne von Shared Parenting beginnt nicht erst nach Trennung und Scheidung, sondern Shared Parenting ist eigentlich wirklich ein Paradigmenwechsel insofern, als von Anfang an, wenn ein Elternpaar gemeinsam ein Kind auf die Welt setzt, beide die gemeinsame Verantwortung haben und die hört nicht auf, wenn das Paar sich trennt, sondern die Verantwortung bleibt, weil die beiden eben gemeinsam Kinder haben. Also der sogenannte Transitionsprozess. Und das ist uns eben sehr wichtig, gemeinsame Elternverantwortung von Anfang an, auch bei Trennung und Scheidung. Dann drittes Konferenzergebnis. Das nationale Familienrecht sollte zumindest die Möglichkeit der Anordnung einer paritätischen Doppelresidenz beinhalten, selbst wenn ein Elternteil dagegen ist. Selbst wenn ein Elternteil dagegen ist, denn das ist auch einer der Knackpunkte, dass deutsche Gerichte und auch Gerichte in anderen Ländern, die eben die Doppelresidenz noch nicht regelmäßig umsetzen, sagen, nee, wenn ein Elternteil dagegen ist, dann kann man das nicht, dann ist das nicht möglich. Da fehlt es ja an Elternkommunikation. Das heißt, wenn ein Elternteil boykottiert, kann er immer noch gezielt verhindern, dass das Kind paritätisch betreut wird. Die paritätische Doppelresidenz steht in Einklang mit den verfassungsmäßigen Rechten in vielen Ländern und mit den internationalen Menschenrechten, nämlich dem Recht von Kindern, von ihren beiden Eltern betreut und erzogen zu werden. Viertens, die familienrechtlichen Entscheidungen nach Trennung und Scheidung sollten von den folgenden Grundsätzen
geleitet sein. Erstens, paritätische Doppelresidenz ist ein optimales Betreuungsarrangement für die Mehrheit der Trennungskinder und dient dem Kindesinteresse. Zweitens, elterliche Autonomie und Selbstbestimmung. Franz Hörk hat es schon in seinem Vortrag gesagt, es ist wichtig, die Eltern wieder zu ihrer gemeinsamen Verantwortung und auch Autonomie zurückzuführen, dass sie also selbstständig wieder, also der Jürgen Rudolf sagt ja immer, er nimmt die Eltern an der Hand, wie kleine Kinder, die einfach über ihren Konflikt vergessen haben, miteinander umzugehen, geschweige denn sich um ihr Kind zu kümmern. Und diese Elternkompetenz und Elternautonomie, das ist das Ziel, die wiederherzustellen. Drittens, die Fokussierung der richterlichen Entscheidung auf das Kindesinteresse. So habe ich es übersetzt. Limitation of judicial discretion in regard to the best interests of children. Also wie gesagt, das ist meine Übersetzung, die ist noch nicht im ICSP sozusagen abgestimmt. Da war es noch keine Zeit dazu, aber ich habe Anglistik studiert, ich habe mir Mühe gegeben. Also ich meine, damit ist gemeint die Fokussierung der richterlichen Entscheidung auf das Kindesinteresse. Nicht der Elternkonflikt steht im Vordergrund, sondern das Kind steht im Vordergrund. Und der Richter muss in erster Linie das Kind sehen. Fünftens, die oben genannten Punkte treffen auf die Mehrheit der Kinder und Familien zu, einschließlich Konfliktfamilien, mit Ausnahme von Fällen nachgewiesener häuslicher Gewalt und Kindesmisshandlung. Das ist natürlich wichtig. Dazu habe ich ja vorhin gesagt, in diesem Fall ist es nötig, auch Mauern zu bauen. Aber nur in diesen Fällen nachgewiesen müssen sie sein. Und deswegen sagen wir, die weitere Forschung zur paritätischen Doppelresidenz sollte sich schwerpunktmäßig auf die Schnittpunkte, Intersections, von Kinderbetreuung und häuslicher Gewalt konzentrieren, einschließlich der Kindesmisshandlung in allen Formen, inklusive Eltern-Kind-Entfremdung. Es ist also wichtig, diese Intersection, diesen Schnittpunkt zu erforschen, ja in welchen Fällen, es wird ja behauptet, Doppelresidenz geht da nicht und dort nicht und da nicht, wann geht es denn wirklich nicht? Wann wird denn praktisch ein Missbrauch nur vorgetäuscht, aus prozesstaktischen Gründen, um eine Doppelresidenz zu verhindern? Ja? Oder wie sieht es denn mit Eltern-Kind-Entfremdung aus? Ist Eltern-Kind-Entfremdung nicht auch eine Form der Kindesmisshandlung? Mit all diesen Fragen muss sich die wissenschaftliche Forschung auch eben gerade im Zusammenhang mit der paritätischen Doppelresidenz befassen. Ein verfügbares Netzwerk von Familienzentren sollte Familienmediation und andere wichtige Hilfeleistungen anbieten, die für die Einführung einer gesetzlich vorausgesetzten gemeinsamen Elternschaft nötig sind und die entscheidend für den Erfolg der praktizierten paritätischen Doppelresidenz sind. Also ganz wichtig, den Eltern mittels der Denker, der Richter, nämlich der familialen Profession, helfen, aus dieser gerichtlichen Schiene rauszukommen. Das ist ja eben auch die Cochemer Praxis, und zurückzufinden zu ihrer Elternautonomie, damit sie wieder Verantwortung, gemeinsame Verantwortung für ihr Kind übernehmen können. Und das können sie natürlich nicht allein, dazu brauchen sie Unterstützung, lösungsorientierte Unterstützung. Sie können sich bereits den nächsten Konferenztermin vormerken, der ist nämlich am 28. bis 30. Mai nächstes Jahr in Bonn. Nähere Informationen gibt es bald, jetzt war Urlaubsloch, wir sind immer noch dabei, die letzte Konferenz nachzuarbeiten, aber nach der Konferenz ist es vor der Konferenz. Aber den Termin kann man sich schon mal vormerken. Abschließend möchte ich noch auf eine Veranstaltung hinweisen, und zwar am 22. September an der Universität Mainz, und zwar Veranstalter ist die Universität Mainz, aber in Zusammenarbeit mit dem Väteraufbruch für Kinder Mainz, das finde ich auch wichtig zu erwähnen, mit dem Titel Kinder im Fokus von Trennung und Scheidung, paritätische Doppelresidenz bzw. Wechselmodell. Diese Veranstaltung lohnt sich nicht zuletzt deswegen, weil Frau Professor Sünderhauf dort vortragen wird, mit Frau Professor Seifke-Kränke, Professor Uwe Jobt, kennen ja auch sehr viele, ich selbst werde einen Vortrag halten, und die Organisatoren sind Frau Professor Christina Eberl-Borges, das ist die
Vertreterin der rechtlichen Fakultät und Professor Randolf Oxmann, das ist der Vertreter der psychologischen Fakultät. In Mainz hat sich nämlich ein Zentrum für interdisziplinäre Forensik gebildet. Das ist auch eine Brücke, die da praktisch gebaut wurde, die Zusammenarbeit von Rechtswissenschaft und Psychologie. Und das ist eben auch eine ganz spannende Sache und ich freue mich auf diese Veranstaltung und würde mich freuen, wenn einige von Ihnen dort auch Zeit hätten hinzugehen. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen gern zur Verfügung. Was muss denn noch passieren, dass wir das kapieren?